hast du überlebt. Ja, und jetzt? Jetzt stehe ich aber auf der Seite. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das besser geht. Dein Blau. Okay, warte mal. Das muss doch irgendwie funktionieren. Wir haben das vorhin, hatten wir das ja so gemacht, dass sie sich dann hier kreuzt, ne? Wenn ich das Rote jetzt da dran klatsche, dann müsstest du doch nicht runterfallen, oder? Okay, auf drei springe. Okay. Eins, zwei, drei. Ja! Das hat funktioniert! Das ist bestimmt so gedacht. Oh Gott. Niemand hat je diesen Test bewältigt. Warum geht das hier nach unten? Die Menschen müssen ihn nach meinen Originalplänen konfiguriert haben. Also einfach auf rumlaufen. Wow. What the fuck? Ja, ich bin hier runtergesprungen. Ich glaube, hier geht's weiter. Muss man ja auch runter. Deswegen habe ich auch Panzer gerufen. Weißt du jetzt, was ich mit What the fuck meine? Ich habe die Lösung. Wir begehen eine doppelte Endlosschleife. Okay, Ja, weißt du, was wir machen können? Wir können dich gegen das Ding einfach fliegen lassen. Geh mal da rein. Das klingt so bescheuert, dass wir das jetzt machen. Oh! Hey, ich hab's! Siehst du? Warum gibt's da jetzt einen Cube? Völlig unnötig. Müssen wir wahrscheinlich. Ne, können wir nicht mitnehmen, ne? Ich habe einen unauffälligen Pfeil gefunden, wir vertrauen ihm einfach mal. Wow. Oh Mann. Das war so eine gute Idee. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Bots potenziell tödlich. Nein. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen Alter, von ist ein Monster-Level. Herausforderung. Natürlich! Hallo, er hat eigene Texturen erschaffen, das muss ein Monster-Level sein. Was kann ich hier durch? Ich hab keine Ahnung, was irgendein Schalter tut, aber der disabled anscheinend das. Und was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Alles explodiert! Das ist ein neuer jetzt. Also, okay, das ist schwachsinnig. Okay, Frage, aber wo müssen wir eigentlich hin? Ich flüchte mal einfach. Ach du Scheiße. Ich habe was gefunden! Ach Gott, da oben geht's auch noch rein, oder was? Oh Gott, Olli. Was wollen diese Leute von uns? Wieso hassen sie uns so sehr? So, was ist denn da hinten jetzt eigentlich hier? Wie sieht das bei dir noch aus? Ist das identisch? Ah, hier unten, guck mal hin, okay. Was ist denn hier? Hier ist nochmal ein Button. Ja, das ist genau das gleiche wie bei mir. Ach, da ist dann so ein Baba-Ding. Da guck mal jetzt aus dem Fenster raus bei dir, wenn du auf dem Schalter stehst. Da kommt jetzt so ein Baba-Ding, ne? Das heißt, wir müssen die Kiste von unten hier hoch schaffen. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Dann pass mal auf. Mensch, dein Plan geht perfekt auf. Ja, dein Plan geht perfekt auf. Ich dachte nicht, dass das ein Kraftwerk ist, was mich kaputt macht. Verdammt, das ist ja gemeingefährlich. Warte mal hier. Ach, der macht den. Okay, was macht denn dieser Knopf hier eigentlich? Ah! Ach. Hä? Ach so, wenn ich draufstehe, geht das auch bei dir aus. Nö. Nee. Du hast einfach nur so gefällt. Nur so gefällt. Das ist boring. Und wie krieg ich jetzt den hier durch, ist die Frage. Na guck mal, hier hinten, da sind doch wieder diese Laser, wo man wieder was durchschleudern kann vielleicht. Laser? Hier hinten. Also da. Hinter dir. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Kisten hier hochbringen, damit diese Strahlendauer oft aktiv sind. Aber was wir dann machen, bin ich mir auch nicht so sicher. Vor allem, guck mal, wenn wir den Cube jetzt hier reinlegen, wird er dann hoch? Olli, wetten das an deiner hinter dem Schalter, dieser komische Raum oben, geh da mal ganz kurz hin. Der Raum oben. Hinter dem Schalter ist da bei dir eine weiße Fläche auf dem Boden. Warte, muss gucken, ja, oder? Hinter dem Schalter. Oder das sieht bei dir auch an der Decke. Ja, du kannst ja gucken. Hier. Also ja, ich sehe es, aber den Raum hinter dem Schalter da links jetzt rein. Oben. Ja, das ist bei dir auch an der Decke. Ne? Okay, weil da brauchen wir beide deinen Saugstrahl, ne? Um da hochzukommen. Und meiner bringt da nämlich genau gar nichts. Ich habe nämlich den andersrum Strahl. Ja, wir brauchen meinen, genau. Aber in meine Dings kannst du ja nicht kommen, ne? Also. Ja. Deswegen frage ich mich jetzt gerade selbst. Wenn ich es dann nämlich durchschaffe, komme ich gar nicht weiter. Aber du zumindest schon mal.
Frage ist, wie kriegt man den ollen Ding da durch? Hier, wir müssten den irgendwie in diese Laserstrahlen kriegen, da, oder? Also durch diese Laserstrahlen da. Bringt uns das. Dann hätten wir ihn hier oben und ich könnte den Zug hier stehen lassen. Und dann kann ich da hochfahren. Also der muss ja hier irgendwie auf mein Button da, ne? Ach so, warte mal. Du musst also hinten bei mir in diese Kammer da rein, würde ich mal sagen. Das Problem ist, ich komme ja gar nicht hier hinten rein ohne den Cube. Ah, aber ich komme, glaube ich. Da rein. Ja. Nee, also da hinten kommst du ja gar nicht rein ohne den Cube. Geht also nicht. Ah, warte mal, so. Ach so. Ah, aber war gar nicht so cool, was du da gerade getan hast. Das war mir bewusst. Doch. Ah, zu viel geholt. Okay. Ja, jetzt krieg ich ihn aber nicht mehr da rein. Puh. Ach, okay. Ich hab meine. Ja, aber nur hier, da ist immer noch ein Gitter im Weg. Ja und? Scheiß auf das Gitter. Ja, aber dann kommst du nie wieder zurück, das ist dir klar. So komme ich ja nie wieder zurück, ich stelle den jetzt hier. Weil hin. Dann. Ja. Dann versuch jetzt mal wieder zurück zum Raum zu laufen. So. Stimmt, so. Und wie kommst du da durch? Warte. Dann musst du nämlich deine Portale behalten, ne? Ja, wieso? Fuck. Ja, nee. Das Ding ist zu hoch. Olli, wenn ich mich hier drauf stelle, geht auch deins aus. Ah, okay. Musst du eins auf der Seite lassen und dann darüber, genau. Ja. Jetzt müsstest du immer da, genau, und dann versuch's mal. Kommt das bei dir überhaupt hoch? Wenn du den Rückwärtsstrahl hast? Hoch kommt's? Ja. Okay. Ah, hab ihn! Okay, nice. Die Frage ist, wie kriege ich meinen hier? Problem ist, jetzt brauche ich deinen. Oder? Brauch ich deinen? Kriegst du das dein überhaupt? Nein, ich krieg meinen nicht. Okay, warte mal, kannst du gerade mal zurückkommen hier und dann mal selber mal nochmal bei mir probieren. Ah, stimmt, damit du deinen auch kriegen kannst, ne? Richtig. Ich kann den jetzt hier draufstellen. Achso, ja, so. Einfach einmal aufs erste stellen. So. Ja, so. Genau. Aufstehen, jetzt kannst du wieder runter. Okay. Ja, es fordert langsam sein Tribut. Na, in der Tat. Okay. Aber warte mal, ich kann den ja auch einfach zu mir rüberfliegen lassen. Nein, kann ich nicht, weil dein verschissenes Gitter ist echt. Du musst einfach nur springen. Ja. Nee, du musst während der. Ja. Ah, hab ihn. Oh. Okay, jetzt ist das Teil aus. Also was ich jetzt machen kann, ist... Kannst du jetzt nach oben, oder? Also müsstest... Nee, kann ich nicht, weil bei mir an der Decke ist und ich kann mich höchstens auf den Boden klatschen. Das ist nicht so wirklich hilfreich. Also du brauchst... Ich bräuchte deinen Strahl eigentlich. Und ich bräuchte deinen, oder? Nee, du bräuchtest deinen, aber du müsstest ihn kriegen. Genau. Erke, dann lass mich doch jetzt mal... Komm mal wieder zurück und lass mich mal vielleicht... Ich kann doch hier jetzt ein Portal setzen. Ja, ich kann doch jetzt hier ein Portal setzen. Jetzt musst du mich bloß wieder zurücklassen. Achso. Im Moment krieg ich dich komplett durch, ohne dass du ein Portal. Ja, doch, vor allem. Mach mal das erste aus. Den ersten Schalter. Erster Schalter. Sorry. Okay, so komme ich jetzt wieder hier hin. Genau. So, jetzt musst du meinen wegmachen. Und weiter. Weil der geht immer nur auf einer Seite hier aus. Das ist nur der erste, der auf beiden Seiten ausgeht. Muss den das liegen lassen und da hinkommen können. Ja, warte mal, wo hast du deinen Strahl gemacht? Ist der noch in dem Raum hinten dran? Der hier. Also der ist in dem Raum ganz hinten dran, das heißt, da sind zwei Gitter dazwischen. Aber... Da ist nur ein Gitter, nur das hintere noch hier, also. Ja, also das, die zwei. Das hier und das hinten dran, die Energiegitter meine ich. Da kann ich jetzt schießen. So. Wenn ich mich jetzt... Erstmal reinsaugen lassen. Dann fliegst du da oben nur gegen die Decke, oder?
Aber ich kann jetzt, warte, das ist dann das. Keine Ahnung, was du da gerade tust. Das ist auf deiner Seite. Ah, das war ja, nee, das macht jetzt auf gar keiner Ebene Sinn. Nicht da hinten irgendwas? Warum ist das jetzt weg? Das ist doch noch da. Zwei Portale sind noch da. Ja, aber mein Dingspunkt ist nicht mehr da. Wahrscheinlich, weil da guck mal, ob dein Ding noch drauf steht. Ja, geh jetzt einfach mal durch das Portal. So. Ja, deswegen vielleicht, ne? So. Okay. Noch ein Stück zur Seite. Okay, jetzt geh mal. Was muss denn jetzt schon wieder? Geh zurück in deinen Raum.